Ja, auf jeden Fall. Und ihr könnt es nicht hören, aber wir hören so ein bisschen ja die Lobby und die haben gerade richtig Bock, die Jungs. Die freuen sich gerade einen Ast da in der Lobby. Also das wird interessant, ne? Also man ist da auf jeden Fall gehypt. Wir gucken uns aber mal gemeinsam an, auf welche Map es uns denn verschlägt und was wir denn zu sehen bekommen. Denn das ist ja auch immer so ein wichtiger Teil. Wir haben ja heute schon zweimal Oregon gesehen und hier gucken wir mal rein. Theme Park, Café, Consulate ist raus. Coastline, Oregon werden wir nicht sehen. Clubhouse und damit bleibt es bei Villa. Und damit kommt eine der Lieblingsmaps von dir zum Einsatz. Das wird dich freuen, mich freut es auch, weil ich freue mich eigentlich auf alles. Ich glaube, außer auf Theme Park freue ich mich hier auf alles. Ach, findest, also ich freue mich selbst auf Theme Park, muss ich sagen. Ich weiß halt immer noch nicht Ich so finde so ein. genau, wie ich da casten muss. Ja, okay, gut, das ist natürlich ein Argument. Aber ich finde, Theme Park ist eine schöne Map geworden. Also Ja. im Competitive, meiner Meinung nach. Also ich sehe sie tatsächlich doch, wenn sie mal drin ist, ganz gerne. Das ist natürlich bei den Teams und bei anderen Leuten vielleicht ein bisschen anders. Aber ich finde die gar nicht mal so verkehrt. Aber Villa freut mich auf jeden Fall riesig. Und ich glaube, das wird für das Finale auch eine sehr schöne Map, muss ich sagen. Also ich glaube, Ja, da werden wir Spaß haben. das wird auf jeden Fall jetzt Spaß machen, weil Walkets hat mich gerade schon in dem Spiel davor so oft gehypt, dass ich da mitgegangen bin und mitgefiebert habe, dass das hier auf der Map gar nicht anders werden kann. Und weil Raven war ja vorhin auch schon bockstark. Also, dass die jetzt hier nochmal zusammentreffen, ist das eigentlich das Beste, was uns heute Abend passieren konnte. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich auch. Jetzt seid ihr aber nochmal gefragt, was glaubt ihr denn? Kriegen wir jetzt ein closeres Ergebnis zustande oder nicht? War Kids oder Valraven? Ihr könnt nochmal abstimmen und zwar dort oben, beziehungsweise von mir aus wäre das dann eher so ein bisschen schräg da im Chat. Ne? Da könnt ihr nochmal abstimmen. Da würden wir uns freuen, weil wir auch immer so ein bisschen die Stimmung im Chat natürlich mitkriegen möchten. Und wie immer gilt natürlich für alle Fans da draußen, ob ihr von War Kids kommt oder Valraven, macht mal ein bisschen Stimmung, Jungs. So sieht's aus. Wir können auch noch mal. Ich gehe mal ganz kurz noch mal so ins Ranking rein, so vom Gedanklichen her. Da hat sich ein bisschen was geändert. Also Walker ist natürlich immer noch an zweiter Position gerade. Alpha Male, die spielen natürlich jetzt im Spielplatz um Platz 3. Das heißt, da oben wird es noch mal richtig knapp, was Platz 1 und 2 angeht. Da kann War Kids potenziell noch mal überholen. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Rechnung ist. Müsste ich jetzt tatsächlich dann, wenn, nachgucken, ob das so vom Abstand her möglich ist. Team Fraternity ist noch auf Rang 3 unterwegs und Lunatic auf 5 im Moment. Also auch die haben da natürlich jetzt durch das Spiel um Platz 3 potenziell auch nochmal ein Stück weit die Gelegenheit nach oben vorzugehen. Und Viraven, die sind jetzt in Q3 das erste Mal ja mit dabei und sind gerade mit 34 Punkten auf Platz 8. Und wenn die gewinnen, haben die natürlich auch mal einen ganz schönen Sprung nach oben. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen auch Teams, die nicht direkt von Anfang an mit dabei sind, sondern vielleicht ein bisschen später mit einsteigen, wenn sie so weit kommen. Dann haben sie auf jeden Fall auch noch eine Chance. Aber es geht natürlich wie immer, je mehr Qualifier man mitmacht, je mehr Punkte man direkt am Anfang sammelt, desto besser. Aber ich bin mal sehr gespannt. Valraven, die sind heute stark dabei gewesen. Warcats, auch die sind stark dabei gewesen. Wer holt sich das Ding? Chat. Abstimmung läuft noch. Wir gehen auch gleich ins Match rein. Wir haben jetzt noch ein Minütchen auf zwei und dann geht es tatsächlich auch schon los, weil unsere Lobby ist schon ready und wir freuen uns dann auch auf ein schönes letztes Match heute. Und dann entlassen wir euch dann anschließend vielleicht in den Samstagabend. Und es das heißt spätestens morgen eh wieder einschalten, weil morgen geht es ja mit Q4 weitergehen. Domi schreibt schon, Stream seid ihr gut drauf. So muss das. Stimmung. Ja, bisschen Stimmung hier im Chat, Mensch. Seid ihr alle schon eingeschlafen? Wir sind immer noch 300 Leute. Da wird man ja wohl mal ein bisschen Stimmung in den Chat bekommen. Denn ja, es ist schon Primetime, könnte man sagen. 2015 haben wir gleich. Ne? Dann sagt man ja immer, das ist die Primetime des Abends. Richtig. Aber auf den Samstag, Leute, da werdet ihr ja wohl noch wach sein hier. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr alle schon am Schlummeln seid. Ihr seid doch auch so eine Nachteulen wie wir. Oder etwa nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man bei dem Match von gerade schlummernd sein kann. Das geht doch gar nicht. Und das wird bei dem Match, das jetzt kommt, auch nicht so sein, glaube ich. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin schon Also. wieder, ich rotiere, also man sieht es auch in der Kamera, ich rotiere hier viel mit meinem Stuhl und positioniere mich nämlich um, weil ich auch schon so auf heißen Kohlen sitze. Jetzt hier auch das Ergebnis. War Kids 71% sagen, die machen das, weil Raven 29%, die sagen, geht für Valraven aus. Und das ist schon wieder sehr eindeutig. Ja, hätte ich Aber nicht gedacht, dass das so deutlich wird, ich muss ich kann es sagen. euch auch nicht verübeln. Nach diesem Match muss man einfach hyped sein. Also, Ist auch wieder egal, wir wahr. gehen rein. Los, ab, Shadow drücken. Los, Button, ab die Post.
Muss ich ihn mal. Ich darf ihn heute nicht so stressen. Der hatte heute schon genug Stress. Aber ich habe echt Bock auf dieses Finale jetzt. Und wir gehen in die Bannphase. Die überlasse ich dir, mein Lieber. Ja, das ist aber wieder mal sehr freundlich von dir. Aber so bist du halt. Ja. Habe ich gehört. Also, Villa, es ist Watkins, die in der Defense anfangen und dementsprechend auch mit dem ersten Bann starten. Und was sehe ich da? Den guten Thatcher sehe ich da, beziehungsweise sehen wir heute nicht. Den hatten wir, glaube ich, heute in keinem einzigen Match, wenn ich mich richtig erinnere. That's right. Alles gebannt, alle 4 Spiele, den wollen sie einfach nicht spielen. Der arme Kollege mit seinen EMP-Granaten. Übrigens auch, Fun Fact nebenbei, der älteste Operator, der älteste Mann im Spiel, tatsächlich. Echt, wie alt ist der? Oh, das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ach, Menno, so jetzt genau, muss ich wieder selber gucken hier. So genau weiß ich es dann auch nicht. Ihr könnt es gerne suchen. Währenddessen Jackal finde ich einen äußerst interessanten Band, der da rausfliegt. Echo, den kann ich durchaus verstehen, dass man den Band. Wir haben Echo gerade eben gesehen im Spiel. Vielleicht ein kleiner Band gegen Walkets, vielleicht aber auch nicht. Und dann schauen wir mal, was noch rausfliegt. Das ist die Valkyrie. Ein bisschen Vision muss auch raus in diesem Match und damit sind wir mit der Bannphase durch und du bist doch bestimmt schon fertig mit raussuchen, ja. Wie alt Thatcher ist. 56. Da haben wir's. 56 ist der Kerl. Und spielt ja. Noch Rainbow. Also, und spielt noch Rainbow und kann vor allem noch diese sehr engen Gürtelschnallen um seinen Schrittbereich tragen mit 56. Also Respekt, ne? Kait ist doch 57. Jetzt muss ich das auch noch hier nachgucken. Das ist natürlich Auweia. Vielleicht habe ich auch Müll erzählt und habe vergessen, und vielleicht habe ich die Informationen vor Operation Wind Bastion im Kopf. Das kann natürlich sein. Also dann geht das natürlich völlig auf meinen Hut. Ich gucke jetzt. Du guckst wieder nach. Ich gucke wieder nach. Oh, das ist eine blöde Seite, da muss ich rechnen, da habe ich keinen Bock drauf. Da gehe ich wieder auf die andere Seite. Steht das Geburtsdatum drin, oder wie? Ja, genau. 60 ist der. 60. Oh, okay. Dann habe ich das tatsächlich noch von vor der Operation Wind Bastion auf meinem Kopf. Also schon eine Weile her, dass mir das irgendwann mal irgendwer erzählt hat. Vielleicht letztes Jahr Six Invitational oder sowas kam das mal in einem Quiz oder so. Wie auch immer. Lassen wir das, gehen wir zurück, beziehungsweise gehen wir rein ins Match. Wir haben Aviator und Games als ersten Spot, den sich Walkets abholt. Mhm. Und Mira ist mit am Start. Da bin ich mal sehr gespannt, wo wir die eingesetzt sehen. Möglicherweise Richtung Study, da werde ich jedenfalls mal von ausgehen. Edwards macht sich mal in Astronomy breit. Ansonsten ist man hier alles relativ nah am Spot. Da sehen wir es, die Mira, die da unterwegs ist. Und damit geht's los. Mit Runde 1 dieses Finales. Also, Valraven Esports oder Rockets? Wer holt sich hier die meisten Punkte in Q3 des Asus Rock Cups? Wir werden es abwarten müssen. Ich bin ganz ehrlich, mir ist egal. Soll hier der Bessere gewinnen. Ich will einfach nur nochmal so ein geiles Spiel sehen wie gerade eben. Dann bin ich schon vollkommen zufrieden. Nicht, weil ich es keinem gönne, sondern einfach, weil Rainbow. Rainbow. Ich will Rainbow sehen. Die alten Rainbow Addictives. So, wir sehen den Aufbau über Master Bedroom und Bathroom und damit eventuell auch die erste Chance für Azerith hier mal kurz im Astronomy zu glänzen, aber er rotiert auch schon weg, hat die Gefahr erkannt und Haze war Eröffnungsfrag. Keto macht hier mal wieder Spaß und zwar richtig schön Spaß mit Azerith. Ja, der hat Haze, glaube ich, auch erwischt. Ja, das war halt ungünstig, das Timing, mal wieder. Der heißt Aetherus, meine Güte. Ich sage immer Azerith, weil, ne, sind dann, ist ja auch egal. Ich bin sowieso nicht so ein Namensguru, aber er heißt Aetherus, habe ich mir letztens erst sagen lassen. So. Ja, das Ding ist, der hat diese Runde nicht mehr viel zu melden, denn der ist schon rausgenommen. Und für Valraven geht's ganz ordentlich zur Sache. Man hat sich da schon effektiv Richtung 90 fast eingenommen. Man ist im Horror drin, wir sehen es vom Window aus. Wird jetzt hier LND natürlich mit den X-Kairos arbeiten. Auch da Richtung Trophy ist natürlich schon so ein bisschen offen. Volt, nicht Trophy, meine Güte. Das ist aber fast bei mir im Kopf irgendwie das Gleiche. Ich weiß nicht warum. Tobi kriegt Heavy. Damit ist es ein 4-2.
Aber für Tobi und für Daya wird es keine leichte Aufgabe, die da jetzt noch zu die. Nein, aber das Mirror Window hilft ihm vielleicht ein bisschen, aber kriegt da aktuell noch keinen Kill drauf an der Stelle. Tobi rotiert nochmal unten rum. Ist die Frage. Der Weg ist natürlich weit. Ja, Trash Daya kriegt Pet, bevor gerefackt wird von Keto. Es ist ein 3 vs 1. Tobi ganz alleine. Ja, und was kann der schon noch groß machen? Er hat immerhin noch 2 Smokes in der Tasche. Aber da helfen sie ihm nicht besonders viel. Und Keto, der wartet nur darauf, dass da das gute Tobi noch die Stairs wieder hochrotieren kommt. 1-0 für Viraven Esports, die sich damit eine schöne erste Runde holen. Ja, da schneidet man sich erstmal ein Stückchen vom Kuchen ab. Ein Stückchen hat man auf dem Teller. Den Rest will man natürlich auch noch verputzen. Mal schauen. Viraven Esports schreibt doch gerade, uns ist das nicht ganz so egal, beziehungsweise ihm ist das nicht ganz so egal, wer da gewinnt. Das ist auch vollkommen richtig. Es zeige euch auch allen sowieso immer freigestellt, wen ihr hier gut findet. Wir als Caster haben es nur leicht, weil wir haben immer leicht reden. Wir können uns immer aus der Affäre ziehen, indem wir sagen, uns ist das egal. Soll ich einfach der Bessere gewinnen. Ne? Ich bin ja auch so ein Fußballmuffel. Ne? Ich habe auch gar kein Lieblingsteam oder sowas. Ich gucke auch kaum Fußball. Aber wenn mal Fußball ist, dann ist das so, ja, soll der gewinnen, der da gewinnt. Ne? Das ist mir dann auch egal. Ja, so, wir haben das da eine bequeme Position, das stimmt schon. Wir nehmen einfach das Spiel, wie es kommt. Und labern so ein bisschen dazu. Wem es noch nicht aufgefallen ist. Das tun wir ganz gerne. Ja. Habe ich gehört. Das ist richtig. Es wäre eine dreiste Lüge, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Also, Runde Nummer 2 ist es nochmal derselbe Spot für Rockets. Ich versuche es nochmal mit Aviator Games. Diesmal vielleicht ohne früh 2 Mann zu verlieren. Das wäre, glaube ich, so der Plan vielleicht von Rockets. Ich gehe mal davon aus, dass sie genau das vorhaben. Everett breitet sich aber wieder in seine Astronomy-Ecke da aus. Hat da sein Schild wieder da. Haze, diesmal statt einem Gojo nimmt er eine Ellebein mit. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Und diesmal sieht es aus, als ob Viraven so Richtung Study sich orientiert. Letzte Runde ist man ja durch Master Bedroom, durch Trophy, durch Statuary durchgegangen. Und dann Richtung Ninetale. Also es gibt immer so die 2 Ecken, von denen man in aller Regel angreift. Wenn man versucht, über Study auf die Südseite oder halt von der Nordseite über entsprechend Trophy Statuary dann rüber. Froxy marschiert auch noch ein bisschen im Keller rum. Momentan noch ganz alleine. Während hier natürlich auch viel, viel Drohnenarbeit passiert bei Viraven. Das ist auch immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da anständig droht. Und oh, das gefällt mir auch gut. Hier vertikal auch einfach mal von unten zu spielen. Aber findet da momentan noch nichts, der gute Keto. Nee, da haben wir wieder mehr gesehen als er. Dass da kurz ein Fuß latschte über das Parkett. Aber das konnte er nicht sehen. Er hat es wahrscheinlich gehört. Deswegen auch der Aim, Keto! Herzlich willkommen auf dem Scoreboard. Und damit Trash Dyer rausgenommen. Nicht, dass du nicht vorher schon auf dem Scoreboard warst, aber schönes Ding. Double Kill. Keto holt sich noch Froxy. Also der hat nicht nur Bock, der ist, glaube ich, on fire gerade. Kann man so sagen. Der regelt hier gerade so einiges für sein Team. Könnte sich da, glaube ich, sogar gleich noch den nächsten holen. Denn ich meine, da im Hallway unten bewegte sich gerade noch jemand von den Warkids. Und dass man hier in der Verteidigung seitens Warkids wieder so ein bisschen ins Straucheln kommt, ist auch wieder sehr prägnant dafür zu sehen, wie stark die beiden Teams sind. Pet wird rausgenommen von Tobi. Damit einer näher am Operatorenausgleich. Das könnte was werden. Eine Minute noch auf der Uhr. Und wir gucken mal, was der liebe Heavy jetzt hier macht. Denn der ist der Einzige, der so ein bisschen großen Impact auf... Ein bisschen großen Impact. Das ist auch schon wieder tolles Deutsch. Super Fox. Der Impact hat auf den Aviator-Spot. Wo aber, jetzt gucken wir mal in die Overview, gerade niemand ist. Das heißt, er könnte sich fortbewegen. Hey, es holt sich Hauptmann damit. Operatorenausgang ist gegeben bei 40 Sekunden knapp. Jetzt muss man aber was tun hier. Jetzt muss man langsam rotieren. Heavy und LND stehen dort hinten ziemlich ungünstig. Weil da vorne hat man sich noch im 90 verschanzt. Und da gibt's auch durch die Vault noch mal was. Aufgemacht und abgesahnt. Azerit holt sich Heavy Mavi raus. Mann, jetzt geht's hier aber schon wieder rund, Leute. Ich bin hier schon wieder am Ende meines Sitzes. LND holt sich Azerit.
damit Operatoren ausbleibt. Bei 10 Sekunden, die längsten 30 Sekunden meines Lebens. Hayes holt sich LND. 2 gegen 1. Kann er da noch was machen? Kann Keto noch klatschen? Warkids nehmen sich die Runde mit. Und gerade eben sage ich noch, sieht schon wieder ein bisschen nach Straucheln aus, aber sie regeln. Schönes Ding. Boah, was für eine Runde. Hin und her und wieder komplett rumgedreht, also gefühlt. Und weil du gerade faszinierenderweise sagtest, Keto willkommen auf dem Scoreboard, er hat in 2 Runden schon 6 Kills am Start. Ja, das war eher so ein Willkommen zurück auf dem Scoreboard. Ne? Ah, ja, also, okay. Eigentlich wollte ich gar nicht sagen, so hier, du hast noch gar nichts gerissen. Das fiel mir dann auch auf, als es meinen Brägen verließ, aber da war es schon zu spät. Und da musste ich so tun, als wäre es gewollt gewesen. Ach so. Ah, okay. Ja, jetzt hast du mich aufgedeckt, du alter Detektiv. Ja, manchmal unterstützt man sich, manchmal muss man sich in den Rücken fallen. So funktioniert das halt. Ja. Aber was für eine Runde von Warkids und auch von Viraden. Also am Anfang starker Auftritt von Viraden, aber Warkids haben sie gesagt, ja, ist zwar ganz nett, aber wir lassen euch hier trotzdem nicht rein. Und haben das noch sehr, sehr solide gespielt, muss ich sagen. Die Jungs da nicht reinkommen lassen, dann auch, als der Vault aufging, den Cross-Angle da nochmal genutzt. Da hat Viraden, ich glaube, Heavy war es, wenn ich mich nicht irre, nicht richtig aufgepasst. Ah, so Kleinigkeiten, aber damit ist es 1-1. Das Scoreboard ist wieder ausgeglichen. Und die nächste Defense für Rockets, die geht auf Trophy und Statue. Ja, und da kann man ebenso gut punkten. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal erläutert. Wunderkiste Villa bietet 2 sehr default-lastige Spots an. Das sind eben Aviator Games und Statuary und Trophy. Und dann gibt es eben diesen Spot unten, der ja für beide eigentlich einen Vor- und einen Nachteil bringt. Aber wir haben bereits 1-1 auf dem Scoreboard oben. Und das zeigt uns einfach, wie ja, ausgeglichen beide jetzt hier sowieso schon spielen. Das heißt, für sie gelten gerade diese Gesetze nur bedingt, würde ich sagen. Runde Nummer 3. Bis jetzt ist noch nicht wahnsinnig viel passiert. Man hat sich da auch ein bisschen breit gemacht in Aviator Games, denn wir sehen 2 Mann auf dem Balcony bei Viraden. Trash Dyer kriegt aber den ersten Kill auf LND. Draußen hat es den erwischt, glaube ich, vom Bartum-Window, wenn ich das hier richtig sehe. Und das ist ja der Diffusor, der da erst einmal kurz draußen liegt. Aber kann man da potenziell nochmal einsammeln, nochmal eine Claymore hin, nochmal ein bisschen absichern. Und dann sollte das was werden. Schön reagiert. Gute gemacht von Hauptmann. Hat Froxy da erahnt, würde ich sagen, dass der da potenziell rausjumpt. Und damit zumindest den Jump-Out kurz mal. Nein, aber hier in Aviator und in Study geht es gerade mal so ein bisschen ab. Das ist die Yana, wo Tobi quasi fast blind reingelaufen ist. Aber vielleicht hat er das natürlich gehört und vermutet, dass das ein Decoy ist. Das muss man eigentlich mal höllisch aufpassen. Aber solange Tobi und Hayes da noch sitzen, wird es für Pat und Keto da nicht leicht reinzukommen. Keto rotiert tatsächlich jetzt auch unten rum. Der versucht wahrscheinlich nochmal vertikal potenziell da aufzuspielen. Ich höre die Breaching Ground gehen. C4 ist auch noch in der Hand, aber passiert nicht viel. Heavy kriegt Hayes. Schöne Aktion von Etherith. Kriegt hier Keto. Damit ist es 3 versus 3. Also die Runde ist gerade echt völlig offen. Jetzt schleicht sich hier Pat langsam an. Die Frage ist, kriegt er... Oh, das ist eine riskante Aktion. Okay. Ich glaube, er wollte nur ein bisschen Verwirrung stiften vielleicht, aber hat nicht funktioniert. Etherith kriegt auf Pat. Damit ist nur noch Heavy und Hauptmann in der Attack. Und ja, so viel zu dem Thema. Daya und Etherith holen sich auch die 2 jeweils mit einem Headshot ab. Da ist Runde Nummer 3 auf dem Konto von Warkids 2-1. Ja, da hat man mal ganz kurz abkassiert, könnte man sagen. Und sich den 2. Punkt für die Warkids mitgenommen. Und irgendwie ist das so ein bisschen Trend bei ihnen, die erste Runde ja so ins Nichts verlaufen zu lassen, um dann richtig zu punkten. Das ist schon interessant, dass man da gar nicht so einen großen Wert drauf legt, die ersten Runden für sich zu entscheiden, aber dann irgendwie so eine Strategie für sich entdeckt, wo man sagt, damit können wir fahren bis zum Swap, dann gucken wir mal wieder, was abgeht und dann fahren wir weiter. Mal gucken, ob das so ist oder ob ich mich mit meinem Gefühl gerade täuschen lasse, dass sie hier ja, das anfangs ein Ticken lockerer angehen, als es nachher im Spiel dann tatsächlich auch ist. Wobei man sagen muss, sie spielen hier beide wirklich on
ja, sehr, sehr gutem High Ground. Und jetzt kommt dieser besagte Spot. Kitchen, Dining, das ist, ja, ein 50-50 Spot, könnte man sagen. Der kann und wird mal so ausgehen. Je nachdem, wie man ihn hält, beziehungsweise wie man ihn angreift. Das kann man natürlich jetzt für alle Spots irgendwie ummünzen, aber gerade bei dem Spot ist es sehr, sehr prägnant, weil er eben erstmal natürlich ein sehr, sehr kleiner Raum ist, also zwei sehr kleine Räume, die ja zusammen vielleicht gerade mal so groß sind wie einer von den Default-Spots. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass er über sehr, sehr viele Wege angreifbar ist. Also man kann hier eine Menge Strats an den Tag legen. Wir haben hier zum Beispiel jetzt dieses Stair-Window, was auch gerade aufgeschossen wurde, wo man dann reindroppen kann. Und man ist dann sofort im Attic und kann darüber, ja, sich sozusagen schon die erste Vision verschaffen. Als auch eben über den Second Floor, das sehen wir jetzt hier auch gerade. Da baut man auch gerne noch mit auf. Da hält auch Froxy gerade noch energisch gegen. Und das bietet halt eine Menge Möglichkeiten. Du kannst auch einfach durchs ganze Haus tingeln, um dich dann später dem Raum zu widmen. Also Möglichkeiten gibt's genug. Schauen wir mal, welche hier auch genutzt werden. Ja, sieht gerade so aus, als ob man sich in Richtung Laundry orientiert. Schön von Haze hier auch mal einen Impuls mitzunehmen. Ich glaube, der ist auf dem Spot gar nicht mal verkehrt. Da kann man sehr, sehr viel Informationen gewinnen, von wo die Attack denn passiert. Also Haupt- und LND, die sind da mit Sicherheit, wir haben es gesehen, schon mal gespottet. Das heißt, den Call, den wird der gute Haze sicherlich auch weitergeben hier. Und daher hat auch einen schönen vertikalen Engel. Der versucht da so ein bisschen die Stairs drauf aufzupassen. Macht sich auch hier schon mal im Hallway breit bei Ballraven. Auch da muss man nach oben aufpassen. Wir sehen es. Da wird gerne mal aufgemacht als Defender. Und Pat ist derjenige, der den ersten Kill kriegt. Auf Froxy. Es erwischt den Jäger als erstes. Und ja, der Klick war nicht ohne. Foxy mit dem Nice Shot. So, jetzt geht's in Laundry rein. Für LND, für Hauptmann. Und die marschieren einfach durch. Bis hinein in den Spot. Und machen richtig Druck auf Haze. Die Frage ist, wer kriegt hier wen killtechnischer Art? Trash Dyer kriegt Heavy. Hauptmann kriegt Haze. Hauptmann mit dem Double. Kriegt auch Tobi rein. Damit hat man, glaube ich, bei Warkids gerade nicht gerechnet. Nur noch Aetherith und Trash Dyer, der sich LND abholt. Keto kriegt Aetherith. Damit ist Dyer ganz alleine. Hauptmann plantet. C4 will er nochmal rausschmeißen. Aber Pat ist zur Stelle. Schöne Execute von Ballraven. Einfach die Gelegenheit genutzt. Man hat sich da, glaube ich, kurz durchgedroht. Und hat gesagt, weißt du was, wir kommen jetzt hier über Laundry einfach rein. Ja, das war schön, schön gespielt. Ja, also, da war eben die große Frage, was macht man denn jetzt? Also, man hat erst über viel aufgebaut, sich dann aber über wenig geeinigt. Und das hat gereicht. Ja, das ist eben dieses Stigma von diesem Spot. Das reicht manchmal, von einer Seite richtig, richtig viel Druck zu machen, weil wo willst du auch großartig hin bei diesem Miniraum? Ne, das war früher, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt, wenn man die zum Beispiel mal in so einem lockeren Spiel gespielt hat, da gab es ja auch unten dann immer den Bereich sichern. Ne, das ist ganz unten im Keller. Ja, das Villa hat einen Keller. Vergisst man gerne mal, weil da ist nichts los. Ja, das wird vielleicht höchstens mal für einen Roam benutzt, aber ja, da ist ein Keller drunter. Da war dann eben in diesem, da waren auch so Statuen und sowas drin. Ich weiß gar nicht, wie man den callt, weil der wird im Competitive so gut wie überhaupt nicht benutzt. Da stand dann immer der Bereich sichern Spot. Und das war halt auch so. Da machst du Druck und dann gehst du rein. Und dann, wo sollen die Gegner hin? Die sind da drin und dann sind die da drin. Die können sich ja nicht in Luft auflösen. Und das ist eben das Problem von diesem Spot dort auch. Und wenn wir jetzt hier mal als Gegenzug hier vorne Aviator Games uns anschauen, da kann man Rotation machen, da ist die Vault mit dran. Wir haben den 90s noch, den du noch komplett mitgespielt hast. Also du kannst den Raum viel weiter ausdehnen, ohne dich direkt zu exposen. Ach, Kitchen, es war ein Versuch wert, würde ich mal sagen, für Warkids. Aber man wechselt auch jetzt wieder zurück nach oben. Denkt sich, okay, einmal Kitchen versucht, man ist gescheitert. Hätte es theoretisch zwar nochmal versuchen können, aber warum, wenn man auch wieder hochgehen kann, Aviator Games für Runde Nummer 5. Und ich denke, das ist auch gar nicht so eine dumme Idee von Warkids. Ist potenziell auch der Spot, den man als Mittel nimmt. Wobei es gibt ja auch immer mal wieder einige Teams, die dann mal Kitchen Dining als erstes auspacken. Wie hast du es immer so schön genannt? Die Wundertüte-Winner? Ja, tatsächlich. Es ist halt eben auch teilweise sehr, sehr unpredictable, was auf dieser Map passiert. Weil klar,
rein statistisch ist es eine Defense-Map, aber ich finde halt immer, das ist eine Könner-Map. Es ist die Frage, was du auf der Map kannst. Und dann ist das völlig egal, was du da für eine Statistik hinter hast. Und das sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch. Also es bleibt sehr, sehr dicht beieinander. Deswegen ist hier alles möglich. Also Statistiken sind auf dieser Map irgendwie nur bedingt gültig, weil man viel über Können, viel über Game-Knowledge und Co. ausspielen kann. Ne, wir haben ja auch erläutert, was ist auf der Map los? Das sind viele, viele kleine Räume, die aneinander geklebt sind, wie so ein Mosaik. Und da kannst du halt Katz und Maus spielen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, der connected nicht. Der wurde, glaube ich, vorher sogar abgefangen. Der Batzen C4. Genau im gleichen Engel, wie der Schuss tatsächlich gerade gewesen ist, C4. Ja, man versucht da gerade irgendwie reinzukommen auf Seiten von Vile Raven, aber Warkitz macht denen das nicht einfach. Elwood kriegt Pat, Froxy kriegt Keto. Ja, und was soll man jetzt noch hier groß machen? Man versucht auch von unten irgendwie zu spielen, aber die Jungs von Warkitz sitzen das gerade eigentlich relativ gut aus. Lassen sich da nicht groß in die Karten gucken, lassen sich da nicht ziehen. Also, die stehen da relativ gut gerade. Jetzt ist es halt ein Heavy an LED und an Hauptmann. Hier in den letzten 40 Sekunden knapp noch irgendwas Funktionierendes auf den Tisch zu legen. Ja. LND versucht jetzt über die Stairs noch zu rotieren. Man hat sich jetzt komplett auf den Spot auch zurückgezogen. Potenziell von der anderen Seite kommt hier nochmal der gute Heavy rein. Foxy wird auch holt auch sich LND ab. Heavy kriegt ja nochmal Haze. Da sind aber noch mehr Leute unterwegs. Albert kriegt Heavy. Ja, und jetzt ist es nur noch der gute Hauptmann in 1 versus 4. Das wird für ihn nicht mehr drin sein. Tobi mit der SMG 11 holt sich Hauptmann. Und dann ist die Runde auf dem Konto von Warkitz, die jetzt das erste Mal tatsächlich in diesem Match in Führung sind. 3-2. Ja, das ist natürlich, das kann sich sehen lassen hier gerade. Denn das ist immer noch sehr unpredictable, finde ich. Denn ich kann einfach nicht sagen, wer hier nachher als Gewinner rausgeht. Das kannst du dir beim besten Willen nicht sagen. Nee, ist schwer einzuschätzen gerade. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die letzte Defense noch aussieht von Borkitz. Dann haben wir entweder den 4-2 oder das 3-3 zur Hälfte. Ich finde, das ist beides ein Ergebnis, wo man sagen kann, ja, das ist zwar ganz nett, aber viel gelernt haben wir noch nicht eigentlich. Das stimmt. Gelernt, ja, was soll man auch großartig lernen? Sie sind halt Kopf an Kopf, spielen hier wirklich sehr, sehr fein miteinander und den Gegner halt auch aus. Das ist halt sehr, sehr schön zu sehen, dass sie die Gegner immer wieder ausspielen. Mal gucken. Also, ja, ich weiß, danke, ich will mich nicht festlegen. Danke für die Korrektur im Chat, ich habe mich tatsächlich verguckt. Walkett hat für schon 2-1 geführt, hast du völlig recht. Not math. 24-02. Wo wir übrigens gerade dabei sind, mir hat gerade noch ein sehr enthusiastischer Freund geschrieben, der auch gerade zuguckt, Grüße gehen raus, und der meinte, das, was ihr gesagt habt hier von wegen ältester Operator und sowas, ist ja alles soweit richtig, ist aber auch nur noch gültig bis zur nächsten Season, denn Sam Fisher ist 1957 geboren und ist damit 63. Ah ja, okay, alles klar. Danke dafür. Haben wir wieder was gelernt, müssen die Trivias wieder umgeschrieben werden. Ich glaube, ich würde in der Quizshow, was Rainbow angeht, potenziell bei solchen Fragen bin ich raus. Ja, ich warte auch nur, bis wir den ersten Operator mit dem Rollator haben, der vorne so ein MG dran geknüppelt kriegt. Der ist dann ja, Tachanka 92. 3. Ja, genau. Tachanka 2.0. Das ist dann sein Opa, der da noch mitmacht. Das wird dann. Da bin ich dann dabei. So, Opening Frag hier. Froxy rausgenommen. Pat nimmt sich diesen guten. Ja, Fragger eigentlich jetzt hier aus dem Verkehr, der dort im Connector stand. Hier im Entrance von Trophy. Ace holt sich Pat mit dem Refrag raus. Hat ein bisschen zu lange gehangen, ein bisschen zu lange gerappelt. Und jetzt müsste man mal schauen, wie man hier weiter vorgeht. Keto ist wieder am Start. Daher rausgenommen. Keto! Mein lieber Mann. Immer wenn wir auf ihn schalten, ist der gerade in irgendwas verwickelt. Das ist... Der sucht den Ärger auch. Der findet ihn und gewinnt den auch noch. Jetzt legt er sich hier mit dem nächsten an, nämlich mit Haze, der jetzt hier ganz frech pusht. Das ist Keto, Junge. Da musst du aufpassen. Hauptmann holt sich Tobi der Weile raus. Und ich bin immer noch gespannt, wie dieses Duell hier ausgeht. Hauptmann hat sich da den nächsten organisiert. LND plantet der Weile schon. Und war erst. Nein, Heavy Baby hat sich Haze rausgenommen. Schöne Runde für Val Raven.
Also, es bleibt beim Hin und Her. Und wie es hin und her geht. 3-3 zur Hälfte zum Seitenwechsel an der Stelle. Ja, und damit ist die zweite Hälfte noch völlig offen. Man könnte theoretisch argumentieren, dass potenziell Valraven mit 3 Punkten in der Attack vielleicht einen Ticken Vorteil hat, aber ich glaube, bei dem Match ist da echt alles offen. Ich glaube, die ersten 2-3 Runden, die wir jetzt in der Defense bei Valraven und Attack bei Walkers sehen werden, könnten da potenziell so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Mhm. Ob hier das Ganze so ein knappes Match bleibt, wie es jetzt ist, was ich durchaus begrüßen würde, oder ob sich dann vielleicht doch Valraven, vielleicht aber auch Walkers in der einen oder anderen Seite ein Stückchen absetzen kann. Also ich bin gespannt. Also ich freue mich so oder so, denn es ist bis jetzt ein schönes, spannendes und durchaus Kopf-an-Kopf-Match. Und das gefällt mir echt. Muss ich sagen. Ja, das ist halt einfach eines Finales würdig, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Dementsprechend, warum nicht? Also, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass wir dieses Spiel noch zu sehen bekommen. Und vor allem zeigt das eben auch nochmal eine gewisse Qualität. Und vorhin ist uns das aufgefallen, oder beziehungsweise im Shadow ist das aufgefallen. Es ist auch so ein geheimes Match zwischen GSA und der Ascension League. Denn Warcats ja aktuell in der GSA League unterwegs und Valraven in der Ascension League. Also das auch nochmal so eine andere Art von Thriller, die sich hier abspielen gerade auf unseren heimischen Bildschirmen. Ja. Ja, ist dann auch so ein bisschen. Ich glaube, wir sehen es auch hier in dem Match. Der Unterschied ist gar nicht groß. Also, wir sagen ja schon immer, in der Ascension League sind die Jungs zwischen erster und zweiter Liga ganz knapp dabei. Mhm. Aber ich glaube auch, die Jungs von Ascension League nehmen sich bei einigen Teams in der GSA League auch nicht besonders viel. Also, wir sehen es ja hier. Das wird, glaube ich, die nächsten Seasons nochmal eine ganz, ganz spannende und interessante Sache, glaube ich. Was wir da noch so alles sehen werden. Wir sind ja in der Ascension League noch mittendrin. Mal sehen, wer da in diese Richtung sich vielleicht am Ende durchsetzen wird. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erst einmal hier in den im Finale dieses dritten Qualifiers vom Asus Rock Cup. Mhm. Da geht es auf jeden Fall natürlich nicht um Ascension League-Punkte, aber um Qualifier-Punkte für die Playoffs und dann natürlich um ein paar wunderschöne Gewinne, die es dann nachher für die Teams gibt, die da die besten Platzierungen sich holen können. Und da zählt jeder Punkt und jede Runde. Ja, und hier gibt's den Opening Track an Heavy Mavi von Dire, den man gerade eben schon als Opening Track genutzt hat. Und dafür sagt er natürlich gerade erstmal liebevoll Danke und nimmt sich da den Heavy Mavi raus. Und es spiegelt auch so ein bisschen wieder, was wir hier auch auf dem Scoreboard sehen. Es ist mal hier ein Opening Track, mal da ein Opening Track. Also, das nimmt sich auch gar nicht so viel. Haze holt sich hier LND, Hauptmann holt sich Haze mit dem Refrag. Und Hauptmann wird auch gerefragt von Azeroth, der dort eben auch gerade ganz goldrichtig im Study stand. Pat holt sich Toby, Keto holt sich Azeroth. Wird hier scheinbar wieder eine sehr flotte Runde, denn wir haben 2-2 bei der 1-Minuten-Marke. Da braucht man ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel auf Taktik gehen, denn ihr seht es auch gerade, Warkids rotieren so ein bisschen hin und her und holen sich Info. Und dann kannst du eigentlich auf ja dualen Kill gehen. Halte mal die Cam, wird er jetzt gesagt haben. Schade, dass das nicht funktioniert hat, denn man hat da wahrscheinlich die Cam hingestellt, gesagt, sag mir mal Bescheid, wenn er vorne an der Wall ist. Jetzt gibt es auch nochmal C4, aber da ist halt auch gerade keiner. Also absolute Missverständnisse auf beiden Seiten. Das kann passieren, ist halt eben auch eine hitzige Situation. Und jetzt die Rotation von Daya. Und es gibt nur noch 2 Räume, 2 Operator. Wo werden die wohl sein? Einer in der Vault, das war sehr, sehr scharf. Froxy holt sich Pat. Und es ist die Runde für Walkers, nachdem Froxy immer wieder absolute Eskalation walten lässt. Der ist halt einfach ähnlich wie Keto, gerade so ein bisschen mit heißen Sohlen auf dem Parkett unterwegs. Also, dieses Match wird, glaube ich, richtig, richtig knapp hier. Ja, wir haben das jetzt 4-3. Die Runde holt sich Warkids, aber die hätte in beide Richtungen ausgehen können. Ja, beim 2-2, da kann halt alles passieren. Also, völlig, völlig offen das ganze Spielchen hier. Und die erste Attack jetzt auch für Warkids direkt geholt. Also, so viel zum Thema Defense-lastige Map. Ich glaube, dieses Match ist einfach nur knapp.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Richtig. Knapper geht es ja kaum noch, denn was wir hier sehen, das Scoreboard sagt, es ist knapp. Und wenn ich mir die Zuschauer hier zwischendrin angucke, das wird hier auch von der Spannung her kaum zu übertreffen sein an dem heutigen Abend. Ja, ist auch schwer, weil es kommt ja danach nichts mehr. Aber es ist schon so ein anderes Finale für den heutigen Qualifier-Tag Nummer 3. Ja, die Teams wissen auf jeden Fall, was sie tun. Nochmal der gleiche Spot, nochmal Aviator Games für drei Raven Esports. Versuchen es also, ohne den Spot nochmal zu wechseln. Warum auch? Man kann es ja durchaus nochmal versuchen. Ich sage immer so gerne, zweimal kann man einen Spot gut spielen, wenn es einmal nicht klappt. Gerade wenn es so eine knappe Runde ist und auch so Sachen wie eine 2 versus 2 oder sowas runterkommt, dann kann man den durchaus nochmal versuchen. Man überlegt vielleicht nochmal kurz, okay, was ist schiefgelaufen in der letzten Runde? Vielleicht können wir da nochmal ein paar, zwei, drei Kleinigkeiten korrigieren. Und das können die Teams, das wissen wir, das haben wir schon gesehen. Diese kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Adaptionen, die da teilweise drin sind, wo man dann mal eine Kleinigkeit ändert, die funktionieren in vielen Fällen. Ja, und deswegen, warum nicht den gleichen Spot nochmal geht? Wenn es jetzt nochmal schief läuft, dann kann man sich natürlich immer noch überlegen. Okay, dann gehen wir vielleicht mal Surface Tech Trade zum Beispiel. Ja, das kann man machen und das funktioniert in vielerlei Hinsicht auch sehr, sehr gut. Denn, ja, du sagst es so schön, 2 ist immer so die Grenze, ne? Da sagst du, gute sollten nicht sein. Kann man abhaken, dann einfach woanders hin, weil es bleiben ja noch 3 andere Spots. In der Regel 2, weil einen spielt man halt eher weniger, das wäre auf der Map hier in den Living Room. Aber man hat Ausweichmöglichkeiten. Und wir schauen mal die Defense an. Die steht hier, ja, knackig, kann man sagen. Sie stehen hier in so einer schönen Dreierkonstellation. Stairs und Entrance. Oh, Pixel Peak! Daya holt sich Keto. Wichtiger Kill. Damit den Unruhestifter bei Valraven rausgenommen. Heavy Mevy auch rausgenommen. Und es sieht so aus, als könnte hier Rockets gerade so ein bisschen den Vorsprung ausbauen. Denn die 3 Leute, die jetzt dort stehen in der Verteidigung, die stehen jetzt zwar kompakt, aber nicht unkaputtbar. Hauptmann holt sich aber schon mal Daya raus. Oh. Ja, das sind hier Shots, die sind Richtig so knappes close. Timing. Ich will manchmal gar nicht Pause drücken und mir den Pixel angucken, der da gefehlt hat. Schauen wir mal. Tobi auf den Red Stairs. Jetzt da irgendwie reinzugehen. Ja, das ist ein netter Versuch. Froxy und Hauptmann und Pat machen da mal kurz einen Dreier-Trade raus. Pat holt nochmal die Shotgun raus, kriegt auch noch Tobi. Ja, und damit ist es 2 versus 2. Das Ding ist hier nach wie vor auch in dieser Runde völlig offen. LND wird geholt von Azeroth. Damit ist Pat alleine gegen 2 Attacker von Rockets. Und jetzt versucht man hier reinzugehen. Aber Pat, der hat das geahnt. Der hat da gut aufgepasst und bringt zum Schluss auf einen 1v1 hier in dieser Runde. Hey, kurz im Plant angesetzt, aber nochmal abgebrochen, denn Pat hat auch noch einen C4 in der Tasche, was potenziell auch nochmal böse Ärger machen kann. So, aber schöner Spot, ein bisschen eine andere Position als üblich zum Planten ausgesucht, aber nochmal kurz abgebrochen. Hat er noch ein bisschen Zeit, 20 Sekunden hat er noch und der kriegt er den Kill, ja, das tut er. Hey, schöne Sache, holt damit Runde Nummer 5. Aufs Konto für Rockets, also der 5. Punkt. So rum ist es vielleicht schlauer ausgedrückt. Und bringt damit Valraven so einen kleinen Gewinn. Sie gewinnen so einen kleinen Abstand gerade. Es sind in Anführungszeichen nur 2 Punkte, aber es sind 2 Punkte. Und das, muss ich sagen, war auch einfach gut gespielt hier von Rockets an der Stelle. Ja, jetzt scheint man so einen kleinen Lauf zu haben. Und ich sage klein, weil das halt eben so der erste große Abstand ist, den wir hier in dieser Partie sehen. Aber es könnte vielleicht ein entscheidender Vorsprung sein. Ich bin ja jetzt mit einem Auge so ein bisschen dabei, rauszufinden, was es ist, was sie sich dort gerade so auf die Kappe schreiben, um hier Punkte zu machen. Es ist schwierig rauszusehen, weil sie, also beide Teams variieren gerne mal ein bisschen auch, was den Aufbau angeht und auch die Operator, immer so kleine Feinheiten, die man ändert, die aber nachher einen großen Impact haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, das sind eben genau diese kleinen Änderungen, die einem ja das Spiel so ein bisschen erleichtern. Ich weiß nicht genau, ob es einfach das Positioning ist oder der Operator,
wie gesagt, ich gucke da mit dem Äuglein mal mit drauf. Guck mir jetzt auch den Defense-Aufbau, genau wie den Angreifer-Aufbau mal mit an. Weil das ist schon spannend zu sehen. Ja, absolut. Trophy und Statuary ist der Spot, den Wildraven sich ausgesucht hat. Ich habe es ja gesagt, zweimal nimmt man ganz gerne nochmal den Spot, danach wechselt man, und das hat Wildraven jetzt auch getan, und wie es auch mir fast gedacht hat, was, wenn nicht Trophy Statuary, wäre hier natürlich die naheliegende Wahl. Und das ist mal richtig schön. Einfach mal mit der Twitch da durchfahren, einfach mal schnell die Bandit-Charge zerschließen. So kann man durch den Zutritt Richtung Trophy da zu der Statuary ein bisschen leichter machen zumindest. Ja, vor allem ist das einfach mal frech zu sagen, jetzt kommen wir unter Twitch und ab die Post. Ne, dafür ist sie da, da kann man sie auch mal nutzen. Ne? Das ist, klar, birgt eine gewisse Gefahr, ist halt eine Drohne, die auf Onspot muss, aber hier hat es prima funktioniert, hat man überhaupt nicht beachtet, war beschäftigt, läuft. Tobi macht jetzt hier so ein bisschen den Captain Stealth und versucht hier mit Nöck ungesehen ins Gebäude zu kommen. Und Keto steht hier auf einer wichtigen Position, die sogenannten Backstairs, wo man eben zweierlei abfangen kann. Einmal natürlich Bathroom Rotation von den Angreifern, als eben auch den Aufbau über Kitchen. Und Tobi kommt da gerade. Mal gucken, wer den kürzeren zieht. Ah, Tobi, Captain Stealth muss rotieren, hat natürlich jetzt ein Problem. Denn wo soll er hin? Er müsste jetzt durch den sogenannten vorhin angesprochenen Keller, Basement. Ja, und der hat da gerade kurz gesehen, es wurde mal wieder etwas frostig im Spiel. Es gab einen kleinen Freeze. Deswegen seht ihr uns mal wieder. Wir bleiben auch bis zum Schluss nicht davon verschont, ihr Lieben. Ganz kurzen Moment müssen wir uns gedulden, und dann können wir, glaube ich, gleich auch wieder reingehen. Wir sind dann gleich zu Runde 12, so wie wir die Info gerade gekriegt haben. Und jetzt marschieren wir einfach mal wieder ins Game rein. Also schauen wir mal, wie es aussieht. Und dann haben wir auch hier wieder ein richtiges Bild. Und wir sehen gerade noch das Ende von Runde 12. Da kommt noch mal... Uiuiuiui. Das war auch interessant. Ein bisschen Action. Ja, das war also... Geisterwände gibt es immer wieder. Ja, da war die Wand einfach mal noch am Stehen. Aber die Spieler waren schon am Gehen, könnte man sagen. Tja, ihr Lieben. 6-5 steht es hier. Und das ist genauso eng, wie es angefangen hat, könnte man sagen. Ja, aber klar. Wir sind auch ehrlich gesagt nicht überrascht, dass es so eng steht, würde ich sagen. Wir haben natürlich jetzt blöderweise ein paar Ründchen verpasst. Aber ich bin mal sehr gespannt. Wir haben jetzt noch 6-5. Das heißt, es ist der Matchpoint jetzt für Walkits. Und wir steigen natürlich mit hoffentlich vielleicht auch nicht der letzten Runde wieder ein. Eventuell haben wir auch noch ein paar Runden, die es oben drauf geht, wenn Wildraven jetzt noch sagt, nein, wir holen uns jetzt hier die nächste Runde noch und gehen dann in die Attack nochmal in die Overtime. Vielleicht mal sehen. Tja, ihr dürft gerne natürlich hier nochmal mit abstimmen. Wird das jetzt ein Hashtag Walkits oder ein Hashtag Draw fürs Erste, ihr Lieben, denn wir gehen ja in die Overtime, wie der liebe Torsio schon gesagt hat. Ja, also, eventuell, eventuell, ja, aber 6-6 wird es halt nicht bleiben. Deswegen sage ich Draw vorerst. Ach so, okay, dann mal sehen. Ja? Wir gucken mal. Hashtag Walkits, Hashtag Draw, ihr dürft jetzt noch mal kurz abstimmen hier für uns, denn ihr habt jetzt ganze 3 Minuten und 4 Sekunden Zeit, das Ganze hier für euch nochmal zu entscheiden, was es wird. Für Spätentschlossene dürft ihr das natürlich auch gerne 20 Sekunden vor Rundenende machen. Wenn dann nur noch ein Operator übrig ist, da könnt ihr euch das natürlich wieder sehr leicht machen. Aber mal gucken. Sie haben es ja schon mal geschafft, sich hier den Vorsprung zu ergattern. Reicht es denn jetzt auch, diesen Vorsprung oder diesen entscheidenden Vorsprung jetzt nochmal zu holen? Ich sag, keine Ahnung. Ich enthalte mich. Ich habe heute sowieso gelitten. Von daher, ich enthalte mich.
Ja, ich bin da ganz auf deiner Seite. Das könnte so oder so rum ausgehen. Also mal sehen. Froxy ist der Erste, der fällt. Keto kriegt nämlich den Opening Track auf ihn. Und damit haben wir gleich mal den Sledge, der hier rausfliegt. Der Spot ist Trophy und Stature, wenn ich das gerade richtig sehe. Und damit ist trotzdem aber schon ganz gut. Boah. Ja, okay. Dabei wollte ich sagen, LED packt einen C4 aus und erwischt Aetherith. Und hier auf den Stairs versucht Keto zu verteidigen. Der wartet hier im Moment noch ganz entspannt ab Richtung Badezimmer. Da ist nämlich jemand anderes, nämlich der gute Haze, der versucht irgendwie da reinzukommen. Und Smokes kriegt da auch noch. Der kommt hier nicht raus. Wird jetzt erst einmal injured gesetzt. Aber damit ist es nur noch Daya und Tobi gegen 5 Mann von Valraven. Unten in Living Room wird auch noch mal gekämpft. Da hat sich noch jemand versteckt. Nämlich der gute LND. Oh, schöne Flashbang. Wunderbar gemacht. Und auch Haze kriegt einen. Er wischt nämlich Keto. Macht damit wieder ein 3 vs. 3 draus. Was für ein spannendes Ding ist das hier eigentlich? Ja, das will ich gar nicht mehr bewerten. Da bin ich lange drüber hinweg. Ich will einfach nur gucken, was man hier überhaupt macht. Und Hauptmann sitzt gut. Der hat eine schöne View. Heavy Mavi kann beides ein bisschen mitbespielen. Und Pat, ja, der sitzt close zur Bathroom Door und kann dann sehr unangenehm werden. Ich sag's euch nur, denn der sitzt ein bisschen erhöht. Ihr seht's auch gerade auf dieser schönen Kiste, die dort steht. Diese schöne Supply-Kiste, Supply-Box. Oh, schönes Ding. Daya holt sich Hauptmann mit diesem Kill raus. 2-3-Situationen für WarKids bei 30 Sekunden. Und sie sind noch in der Attack. Sie müssen das jetzt auch umwandeln. Kann man es umwandeln? Pat gleicht aus. 2-2-Situation. Es wird geplantet. Tobi will den Diffuser auf den Boden bringen. Da gibt es jetzt aber den Frack. Daya, Triple Kill mittlerweile. Nimmt sich Heavy Mavi rauf. WarKids macht das Ding zu. Na, fährt man denn hier nochmal jubeln dürfen oder was? Darf man? Was für eine Runde gerade nochmal. Die war ja immer nochmal richtig knapp da zum Schluss. Erst habe ich gedacht, aha, für Valraven sieht es gut aus. 4-3 Situationen gehabt. 5-3 war es, glaube ich, sogar. Und dann gibt man nochmal 2 Leute ab. Dann dreht sich das Spiel nochmal rum. WarKids schafft es noch da reinzugehen. Schafft es noch gerade den Plant durchzukriegen. Schön gemacht. Ja, und damit sind wir auch schon leider am Ende dieses Matches. 7-5 ist damit der Endstand. Und die Jungs von WarKids holen sich den Sieg an dieser Stelle gegenüber Valraven. Es war auf jeden Fall mal ein knappes Match für die beiden Teams. Schönes Spiel. Und damit gehen die meisten Punkte aufs Konto von WarKids.